Grüße gehen hier raus an Vincent und Willi und auch an Paulana. Danke auf jeden Fall dafür. Ich würde aber sagen, herzlich willkommen zu einem neuen Hype News auf unserem Kanal. Die meisten Leute werden es von euch wissen, wir laden Hype News jeden Mittwoch um 14 Uhr hoch und stellen euch dort die neuesten Fashion- und Sneaker-Informationen vor. Dementsprechend lasst einfach mal gern ein Abo da und schaltet die Glocke an. Und es gibt diese Woche mal wiederholt auch Sale für euch, deswegen bleibt bis zum Ende dran, lasst ein Like da, würde mich sehr freuen und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit diesem Video. Vorab nochmal eine ganz kurze Kleinigkeit. Wir laden normalerweise Hype News immer um 14 Uhr hoch. Letzte Woche habe ich es leider nicht geschafft, da ich im Skiurlaub war. Und die nächsten zwei Wochen werde ich es wahrscheinlich auch nicht schaffen, da wir in LA sind und wirklich sehr, sehr viel zu tun haben, da wir unsere neue Transvision-Kollektion shooten werden, die dann im März rauskommt, am 6.3. Deswegen werde ich kaum Zeit haben. Deswegen gibt es heute auch eine XXL-Version mit ganz vielen Releases, die im Februar stattfinden werden. Und wie gesagt, auch zum Schluss Hold or Sell. Aber ihr werdet mich nicht loswerden von YouTube, denn es wird auf unserem Zweitkanal Daily Vlogs geben aus LA. Die werden ab Donnerstag starten. Könnt ihr mal gerne hier abonnieren. Hier ist der Kanal eingeblendet. Abo da lassen, Glocke anschalten. Die Videoreihe aus New York angucken, denn die kam auch extrem, extrem gut an. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch viel Spaß auf jeden Fall mit den Vlogs und mit dieser XXL-Version von Hype News. Und ich würde sagen, wir fangen dann direkt mal an mit dem Top-Thema der Woche. Und zwar handelt es sich diese Woche bei dem Top-Thema um einen Prozess, der abläuft zwischen StockX und Nike. Denn Nike verklagt gerade StockX aus einem Grund. Und zwar StockX verkauft NFTs von Nike-Schuhen, die allerdings unauthorized sind. Das bedeutet, die sind nicht von Nike, die stammen nicht von Nike. Die meisten Leute wissen es hoffentlich von euch. Nike macht eigene NFTs, macht eigene Schuhe, macht Showrooms und so weiter und so fort. Und StockX verkauft halt welche, die sozusagen nicht von Nike kommen. Deswegen verklagt Nike jetzt StockX und sagt, ey, das ist nicht gut, was ihr da macht. Ihr verwirrt so ein bisschen den Kunden und gibt, sage ich mal, ein schlechtes Bild auf Nike. Und deswegen wollen die jetzt eben sozusagen StockX da verklagen, sagen, dass die die Schuhe runternehmen sollen und eben auch das Geld dafür zahlen soll, beziehungsweise der Schaden, der entstanden ist. Jetzt kommt irgendwie so ein kleines Problem da zustande, und zwar sind NFTs Kunstwerke, und rein theoretisch, wenn du deiner künstlerischen Freiheit oder wenn man die künstlerische Freiheit betrachtet, dürftest du rein theoretisch NFTs machen von Nike-Schuhen, auch wenn es sozusagen eine Trademark-Brand ist, aber du hast es ja selber geschaffen, kreiert. Es ist ja nur ein Bild quasi, ein Kunstwerk, und man darf es malen und dann halt auch verkaufen gefühlt. Also deswegen ist es ein bisschen schwierig. Zum Beispiel gibt es halt auch Birkenbags, die, sage ich mal, dann kreativ oder als Kunstwerk dargestellt wurden und die verkauft werden. Und Hermes hat da, sage ich mal, den Creator der NFTs, sage ich mal, auch versucht zu verklagen. Allerdings ist es ein Kunstwerk und deswegen darf er das machen. Deswegen ziemliche Grauzone da, ziemlich schwierig da. Auf jeden Fall ist gerade ein Gerichtsprozess da im Laufen zwischen StockX und Nike, denn Nike will die verklagen. Und ich bin mal gespannt, was da rauskommen wird. Allgemein diese NFT-Sachen sind interessant, aber ich werde mir niemals vorstellen können, dass man online quasi sein Leben lebt, denn ich werde immer offline vor online bevorzugen. Immer. Egal, was passiert. Und wenn man online auf einmal leben muss, sorry, dann ist das für mich nicht mehr lebenswert. Also das nur dazu. Manche Leute gehen ja davon aus, dass bald nur noch alles online sein wird. Ja, das ist dann ein anderes Ding. So Leute, ich würde aber sagen, wir machen dann auch mal weiter mit den Releases und mit den echten Schuhen, die man auch in der Hand haben kann. Und ich würde sagen, wir fangen dann mal am 10.2. an mit den Acronym Blazer Lows. Die werden 140 Euro Muay-Thai kosten und in Size US 8 bis 11 so um die 150 Euro Muay-Thai bringen. Also wirklich nur ganz, ganz wenig. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr euch die kauft, flippt die sofort. Also verkauft die einfach so schnell es geht, damit ihr nicht auf den Sitzen bleibt. Man kann nur kleines Geld draus machen, aber vielleicht ist es für den einen von euch dennoch lohnenswert. Und sonst, ja, kann man nicht viel zu den Schuhen sagen. Ich persönlich finde den jetzt nicht so nice. Wird auf der Nike Sneakers App online rauskommen, deswegen da könnt ihr den gerne mal auschecken, wenn ihr wollt. Aber ich persönlich finde den jetzt nicht so interessant. Dann wird einen Tag später, also am 11.2. der New Balance M. Leon Dor 993 in dem Top Colorway rauskommen. Allerdings nur bei Asphalt Gold und bei End Clothing wird es noch Raffles geben. Die beiden sind dort noch offen. Ihr könnt die für 230 Euro da im Retail bekommen. Resale liegt so in den Size US 8 bis oder US 5 bis 8 und ich glaube US 10 bis 13 so um den Dreh bei um die 260 Euro. Also Resale kann man da nicht so viel rausholen. Aber dennoch finde ich, ist es auf jeden Fall ein cooler New Balance. Es ist eine coole Kollabo. Das bedeutet, falls man noch einen New Balance sucht, der gut aussieht, wäre das jetzt hier eine nice Option. Und die, die resellen wollen, können natürlich auch ein bisschen was rausholen. Aber ich finde, ist eher ein guter Schuh zum Tragen. Deswegen meine Empfehlung, entweder tragen oder flippen. Sonst, ja, Resell, wie gesagt, ist ein bisschen drin, aber am besten den auch so schnell verkaufen.
wie es nur geht. Dann soll am 11.02. der Union LA Nike Dunk Low Passport Pack in dem Pistachio Colorway rauskommen. Allerdings, kurz Problem, es gab ein In-Store-Raffle, wo man ein Raffle-Ticket bekommen hat und jetzt kann man dann, glaube ich, eben am 11.02. dann versuchen, den Schuh online zu holen. Deswegen denke ich mal, dass keiner von uns In-Store das gemacht hat, außer, wie gesagt, man wohnt in LA und hat eine American ID, anders war es nicht möglich. Deswegen glaube ich, dass kaum jemand von uns die Chance gehabt haben wird, daran teilzunehmen und sich den jetzt zu kaufen. Retail lag oder liegt bei 150 Euro und Resell in allen Sizes liegt aktuell bei 400, 500 Euro, denke ich mal. Es wird eventuell nach dem Release noch mehr werden, weil, wie gesagt, es war sehr schwer, den zu bekommen. Ich wollte trotzdem nur, dass ihr darüber informiert seid, auch wenn ihr den nicht bekommen könnt. Aber ich denke mal, am 11.12. gehen dann die meisten dann auf den Markt. Falls ihr euch den im Resell kaufen wollt oder falls ihr das Ganze einfach ein bisschen im Auge behalten wollt, denn es werden auch noch, sage ich mal, Worldwide Releases kommen von einem Union LA Nike Dunk Low. Deswegen müssen wir einfach mal abwarten und gucken, was da so geht. Dann wird am 12.02. der Nike Dunk Low Prime Pink rauskommen. Das ist sozusagen der Valentine's Day Colorway von den Nike Dunks. Der wird am 12.02. rauskommen, pünktlich, damit er dann am 14.02. auch ankommen kann. Retail wird bei dem Schuh 120 Euro betragen und in nahezu 1 heiße um die 200 Euro Moveset bringen. Leider nicht mehr wirklich viel. Resellwert ist nochmal einiges gedroppt. Ich denke mal, vielleicht wird danach dem Release auch erstmal noch ein bisschen droppen. Deswegen meine Empfehlung, den am besten so schnell zu flippen, wie es nur geht, damit man da nicht drauf sitzen bleibt. Aber damit ihr Bescheid wisst, 12.12. kommt er raus. Man kann ein bisschen was im Resell rausholen. Ich persönlich würde ihn mir zum Tragen eher nicht holen, aber das auf jeden Fall dazu. Ebenfalls am 12.12. soll dann noch der Jordan 5 Racer Blue rauskommen. Der wird im Retail 200 Euro kosten, also recht viel. Und in den Size US 8 bis 12 vielleicht so 210 Euro im Resell bringen. Also, da kann man auch wieder nur ganz, ganz wenig rausholen. Also eher zum Selbsttragen ist der Schuh geeignet. Aber wenn man den flippt, kann man da, wie gesagt, immerhin noch kleines Geld rausholen. Und wenn man davon 4, 5 Paare bekommt, sind es auch immer 50 Euro noch gewinnen. Also, viel ist es nicht, aber falls eben jemand von euch Bock hat, dann am besten straight flippen, sobald ihr ihn bekommen solltet und eben, ja, wie gesagt, so schnell es geht, verkauft. Dann wurde noch angekündigt, dass am 19.02. der Jordan 3 Cardinal Red rauskommen soll. Auch der wird 200 Euro Mutter kosten und in Size US 8 bis 12 bringt er aktuell so zwischen 220 und 240 Euro im Resell. Ich kann mir gut vorstellen, dass der dann vor dem Release nochmal wesentlich runtergehen wird. Das Ganze müsst ihr ein bisschen im Auge behalten, aber aktuell bringt er noch ganz gut etwas im Resell. Und vielleicht kann man, sage ich mal, trotzdem letzten Endes dann so seine 20, 30 Euro da rausholen, wenn er rauskommen wird. Der Schuh ist sozusagen an einen OG-Colorway inspiriert. Es wurden Kleinigkeiten abgeändert, aber er ist trotzdem immer noch sehr angelehnt an einen OG. Deswegen denke ich mal, kann er auch ein bisschen was im Resell bringen. Meine Empfehlung wird dann noch sein, den zu flippen. Ich denke nicht, dass er mit der Zeit viel weiter nach oben gehen wird. Dann gibt es jetzt Informationen, dass der Adidas Yeezy Desert Boot in dem Rock Colorway nochmals gerestockt werden soll. Also der da oben bei mir auch in der Ecke steht. Und zwar am 21.02. soll der rauskommen. Retail liegt bei dem bei 200 Euro und Resell in den Size US 10 bis 13 bei 250 Euro. Also man kann da auf jeden Fall gut etwas im Resell rausholen. Sonst ist es ein ganz solider Winterschuh, den man sich auf jeden Fall mal kaufen kann. Ich muss sagen, es ist jetzt nicht der krasseste, aber er ist auf jeden Fall für den Winter sehr gut geeignet. Und er ist jetzt auch nicht mega, mega teuer wie andere Boots. Deswegen finde ich, es ist auf jeden Fall eine solide Variante und ein Schuh, den man sich zum Tragen sehr gut holen kann, aber auch zum Resellen. Wenn man den flippt, kann man da gut etwas rausholen. Deswegen das auf jeden Fall ein solider Schuh. Kriegt keine 5 von 5 Bewertung von mir, aber 4 von 5 sind dennoch drin. Ist, wie gesagt, kein Schuh, der jetzt ultra krass ist, der so richtig raussticht, aber ist auf jeden Fall solide, würde ich sagen. Dann soll noch am 24.02. der Jordan 1 in dem Brotherhood Colorway rauskommen. Für mich eigentlich ein ganz interessanter Colorway, hat halt so mäßig diese Lakers-Farben und sieht eigentlich ganz solide aus. Retail wird 170 Euro sein und Resell in Size US 8 bis 12 so um die 250 Euro. Ich denke mal, es wird wieder ein Jordan 1 sein, der für den einen oder anderen recht interessant ist. Für mich eher weniger, aber kann man sich auf jeden Fall trotzdem mal zum Resellen, aber auch zum Tragen holen. Meine Empfehlung wird dennoch sein, den am besten zu flippen. Wenn er 250 Euro nach dem Release bringt, ist es schon sehr viel. Ich kann mir vorstellen, droppt auch erstmal dann, wenn man den zu lang behält, unter 200. Kann dann auch wieder steigen auf 250, 300. Aber ich würde sagen, ey, nimmt die 50 Euro mit und flippt den einfach. Das sollte sich, oder meiner Meinung nach, lohnt sich das am meisten. Und dann soll noch am 26.02. der Yeezy 350 V2 in dem Dazzling Blue Colorway rauskommen. Dieser Schuh wird 220 Euro Meter kosten und in Size US 8 bis 12 so 350 Euro im Resell bringen. Also wenn der Resellpreis so hoch bleibt, kann man auf jeden Fall gut etwas rausholen. Zum Tragen muss ich sagen, Yeezy Boost 350s mag ich wirklich gar nicht. Ich hatte einmal einen V1, aber den habe ich auch selten getragen. Und ich hatte keinen einzigen V2. Ich schwöre es euch,
Der Desert Boot und der Netrunner Boot ist der erste Yeezy, den ich gefühlt seit 2017 trage. Und diese ganze Hype-Phase habe ich auch komplett ausgelassen. Deswegen, das ist auf jeden Fall ein Schuh, den man ja gut verkaufen kann. Wenn man die noch mag, auch eventuell gut tragen kann. Mein Fall ist aber nicht, deswegen ich würde die auch straight flippen. Das auf jeden Fall dazu. So Leute, dann kommen wir nochmal zu den Leaks im Sneaker-Bereich. Eben habe ich ja bei den Releases schon viele Releases, sage ich mal, vorgestellt, die noch ein bisschen hin sind. Liegt einfach, wie gesagt, daran, dass ich es nicht schaffe, in den kommenden Wochen hochzuladen. Allerdings gibt es hier bei den Leaks nochmal eine schwammige Information, da weiß ich das Release-Datum noch nicht genau. Und zwar soll im März jetzt 2022 der Adidas Yeezy Boost 700 in dem Rave Runner, also in dem OG Colorway nochmal rauskommen. Allerdings für 240 Euro Retail und nicht für wie gewohnt 300 Euro. Das bedeutet, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr niedriger Retailpreis, was auf jeden Fall gut ist. Und Resale liegt aktuell in den Sizes oder nahezu allen Sizes zwischen 300 und 375 Euro. Das bedeutet, wenn er rauskommt, kann man da gut was rausholen und ich denke mal, der Preis wird auch da bleiben, weil der ist schon so lange jetzt auf dem Markt und ich denke mal, der wird kaum droppen. Also, das ist auf jeden Fall ein guter Resale-Preis zum Tragen. Ist der 700er okay, muss mir den jetzt aber nicht kaufen. Also, wenn ihr euch den holt, auf jeden Fall flippen und selber tragen ist okay, aber ich würde den einfach, wenn, zum Resale verkaufen. Also, das auf jeden Fall dazu. Huh, Leute. Anstrengend. Ich würde aber sagen, wir machen weiter mit den Streetwear-Fashion-Informationen. Und fangen wir da mal am 14.02. an mit 6pm und zwar der Valentine's Collection. Die wird jetzt am 14.02. um 18 Uhr rauskommen. Und da gibt es eine sehr, sehr geile Bomberjacke, die so im Lederlook ist. Aber ich würde sagen, es ist schon noch eine Bomberjacke. Sieht sehr, sehr krass aus. Wirklich sehr geil. Und es kommt eine geile Cargo Pants raus, die man auch auf jeden Fall auschecken sollte. Also wirklich 6pm. Geiler Release, der da stattfinden wird am 14.02. um 18 Uhr. Wirklich Top Collection. Und es wird noch am 14.02., ich denke auch um 18 Uhr, von Lowlights ihren dritten Love Lights Drop geben. Und der sieht auch sehr solide aus. Shake West einfach als Model gehabt. Das ist auch geisteskrank. Ich weiß auch nicht, wie die Jungs es mal wieder geschafft haben. Aber Leute, Streetwear Deutschland schafft es auf jeden Fall gerade sehr, sehr große Moves zu ziehen. Deswegen würde ich sagen, supporten wir mal in dieser Community weiterhin und versuchen das Ganze groß zu machen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Also Love Lights 3 kommt auch raus, ich denke auch um 18 Uhr. Es gibt eine crazy Jacke, es gibt ganz geile T-Shirts. Shake West als Model, also da denke ich mal, ist auf jeden Fall Streetwear Deutschland mal wieder auf einem guten Weg, sich noch größer zu machen. Deswegen freue ich mich auch auf jeden Fall auf den Release. Wird sehr, sehr nice, auch gerne auschecken. So, und dann nochmal zu guter Letzt paar Hold-or-Sell-Empfehlungen. Und ich würde sagen, wir fangen hier direkt mal mit der ersten Hold-Empfehlung an. Und zwar handelt es sich hier um den John 1 Patent Bread. Den Schuh würde ich auf jeden Fall nochmal 6 Monate stocken. Er ist jetzt nach dem Release krass gesunken. Das heißt, flippen direkt nach dem Release wäre solide gewesen. Aber ich denke mal, der wird auch wieder steigen. Aktuell liegt er so nahezu allen Sizes zwischen 250 und 300 Euro. Aber ich denke mal, der wird so auf 350 Euro aufwärts wieder in allen Sizes steigen. Also meine Empfehlung, stock den mal 6 Monate. Behalte den Preis ein bisschen im Auge. Aber ich denke mal, aktuell ist er gerade auf dem niedrigsten Niveau, wie er auch nur kommen wird. Und sonst wird er, denke ich, eher einfach steigen. Ähnlich sieht das Ganze aus dann mit den John 1 Dark Marina Blue. Den würde ich ebenfalls nochmal so 6 Monate stocken. Der hat nicht allzu viel Potenzial, aber er ist sehr stark gesunken. Und ich denke mal, der kann nochmal so auf 250 Euro vielleicht hochgehen. Aktuell liegt er in allen Sizes so zwischen 160 und 200 Euro. Und da ist auf jeden Fall noch ein bisschen was drin. Ich würde mal gucken, 6 Monate warten. Wenn er nicht hochgeht, dann verkauft ihn. Aber John 1er steigen meistens immer. Ich würde es eigentlich abraten, in letzter Zeit die zu stocken, sondern eher immer flippen. Aber wenn ihr den jetzt noch habt und der jetzt schon krass gesunken ist, könnt ihr auch einfach nochmal warten, damit ihr halt wenigstens ein bisschen was rausholt aus dem Lease. Deswegen stockt den nochmal 6 Monate und dann guckt, was so geht. Weiter geht es dann mit den Jordan 4 Red Thunder. Auch den würde ich für 6 Monate holden. Ich denke mal, der kann nochmal gut nach oben gehen. Aktuell liegt er so zwischen 250 und 300 Euro in den Size US 6 bis 14. Aber ich denke mal, der kann so in der Zukunft noch auf 300 bis 350 Euro in den Size US 6 bis 14 hochgehen. Also meine Empfehlung, stock den, guckt euch den nochmal an. John 4er sind auch noch in 2022 sehr beliebt. Beliebter als John 1er, deswegen sollte das ein Schuh sein, den man sich eventuell kaufen kann. Viele Leute, denke ich, werden nach John 4ern suchen und dann halt eben auch über günstige Alternativen stoßen, wie zum Beispiel den. Zum Beispiel, die wollen John 4 Bread holen, finden dann den, sieht relativ ähnlich aus, also schlagen sie dazu. Deswegen das auf jeden Fall, denke ich mal, eine gute Option. Und der letzte Schuh, bei dem handelt sich ebenfalls nochmal eine Hold-Empfehlung, und zwar hier um den John 1 Armour Manier. Den würde ich nochmal 6 Monate stocken. Ich denke mal, da kann man nochmal was rausholen. Aktuell liegt er so zwischen 300 und 400 Euro in allen Sizes. Und ich kann mir vorstellen, dass der so in der Zukunft noch auf 400 bis 500 Euro geht. Denn gerade jetzt so in der letzten Zeit hatte der einen krassen Anstieg.
Deswegen warten wir da einfach mal ab, gucken nochmal, was da so geht. Aber ich denke mal, der kann noch mit der Zeit nach oben gehen. Also Leute, das war's jetzt hier mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn das der Fall war, lasst es mich auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben wissen. Schreibt es unten in die Kommentare und gerne ein Abo da lassen und die Glocke anschalten. Und wie gesagt, es gibt nächste Woche Daily Vlogs aus LA, Behind the Scenes von unseren Shootings, Shopping Vlogs mit unseren Friends. Also das auf jeden Fall sehr, sehr nice. Deswegen gerne einschalten, Abo da lassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in LA wieder auf unserem Zweitkanal. Bis dahin, haut rein und ciao.